Willkommen zurück zu Germany's Next Topmodel 2011. Ja, wir sind immer noch dabei, das beste Topmodel der Welt zu werden und wir sollen jetzt erstmal mit der Lena sprechen. Warum auch immer, keine Ahnung, wir suchen sie erstmal. Hier ist die Lena nicht, das ist die Anamika. Ja, so nach und nach wird die ganze Model-WG hier immer leerer und immer leerer. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, zicke ich sie einfach aus. Das tut mir aber leid. Nein, nicht wirklich. Ich bin froh, dass sie weg sind. Dann sind sie mir nicht im Weg. So wie diese ganzen Wände hier. So, hier ist doch mal so eine Laberecke, da können wir doch mal mitreden vielleicht. Bla bla, Sorgen um Bea. Leonie hat schon nicht leicht und so. Und Theater ist hier auch, ja. Ich mag Theater, besonders Operetten. Das ist doch nicht das Gleiche. Wer auch immer recht hat, Marie, weil sie ganz unten ist, so. Und irgendwas soll sich zusammenreißen, gut ist. Und wir sollen jetzt als nächstes Fotoshooting. Yeah, Fotoshooting. Das hatten wir auch schon länger nicht. Beim letzten Mal hatten wir nur ein Clipbook, glaube ich. Kein Fotoshooting, soweit ich mich erinnern kann. Und dann schauen wir doch mal, was denn uns hier der Richard heute anbieten kann. Aber wo ist die Maus? Da ist die Maus. Aha. Aha, ja, das Übliche, bla bla. Ich bin bereit. 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 Weiter. 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 Yay. Gut, das hätten wir schon mal. Und dann... Ach ja, ein bisschen rumdrücken hier müssen wir. Sonst vergesse ich das. So. Das lief ja schon mal wie am Schnürchen. Das ging ja wirklich ohne Probleme. Das bin ich gar nicht gewohnt. Okay, hier geht es mit Probleme. Hätte mich auch gewundert, wenn es tatsächlich mal ohne Probleme funktioniert. Aber nein. Wir müssen Probleme haben. Ja, sehr schöner Gesichtsausdruck, muss ich ja schon sagen. So, hier nochmal und da nochmal. Und ui. Und noch eine Runde, weil das ja so toll ist. Ich weiß manchmal schon gar nicht mehr, was ich genau drücke. Ich drücke das schon rein instinktiv einfach richtig. Das ist merkwürdig. Ich muss mich im Moment gar nicht mal so sehr darauf konzentrieren, was hier denn angezeigt wird. Das liegt vielleicht an der Übung. Ich bin mir nicht sicher. Und der Rest erledigt sich dann mehr oder weniger von allein. Das finde ich natürlich sehr schön. Es kann so bleiben. Wird es auch bestimmt nicht. Hey, schöne Pose. Nee, ehrlich. So, jetzt aber nochmal. Und hier nochmal. Da nochmal. Da nochmal, sagte ich. Und runter. So, das war's dann, ne? Mehr Fotos müssen wir nicht machen. Sehr schön. Was auch immer das für eine Pose sein soll. Sehr schön. Ganz toll gemacht, Mammut. So, wir haben mal wieder ein paar von diesen möchtegern Modelmarken erhalten. Ich denke mal, wir können mal wieder im Shop vorbeischauen und gucken, ob es da irgendwas Tolles gibt, bevor wir mit Celine sprechen. So, einmal hier shoppen gehen, draufklicken und Action. Kaufen. Ja, was kaufen wir denn? Wir müssen auf jeden Fall Dekoration kaufen. Wir haben 1200 Dinger. Und wir kaufen erstmal das günstige Kram, falls wir davon noch was haben. 500, 180, 50. Komm, wir kaufen mal hier den Blumenstrauß. Oh, das war verkehrt. Das war verkehrt. Achso, ich hätte da klicken müssen. Okay, okay, okay. Halt, da war was zu 80, das kaufen wir. Jo. Ah, da. Ich dachte schon, ich sehe es nicht, was sich da verändert, aber ich habe es ja gesehen. Ja, kaufen. Und so langsam wird das Zimmer immer voller und voller mit Müll. Ja, wie im richtigen Leben hier. So, die Wassersäule kaufen wir mal, weil ich mal wissen will, wo die das denn hinstellen. Ach, da in die Ecke, okay. Also bald passt in dieses Zimmer kaum noch was rein. 500 haben wir nicht. 100 können wir machen. Mal kaufen hier. Hey, die macht sich da aber ganz toll. Was haben wir denn noch Schönes, was wir kaufen können, dürfen, müssen? Ein Kissen.
Das kommt natürlich auch aufs Sofa. Natürlich. Was ist denn auch sonst? Nee. Und dafür haben wir nicht genug, sonst würde ich das kaufen. Tja, dann war es das schon bei der Shoppingtour. Was zum Anziehen kaufen wir nicht. Mein primäres Ziel ist es erstmal, was für das extraordinäre Zimmer zu kaufen. So, und tatsächlich, die Celine steht hier und ich glaube, sie steht an ihrer Quizposition. Gucken wir doch mal. Ah. Hallo Kleine, bist du bereit für unser nächstes Quiz? Nee. Mama, hier kommt die erste Frage. Was ist ein Twinset? Ein Twinset? Verstricken müssen? Nein. Ein Pulli mit passender Strickjacke für Damen, Hemd und Hose aus dem gleichen Stoff. Jo, stimmt leider nicht. Das ist eine Pulli- und Strickjackenkombination. Verdammt. Das wäre meine nächste Antwort gewesen. Nun zur zweiten Frage. Was steckt laut Definition hinter dem Begriff Wellness? Ein individuell zusammengestelltes Entspannungskonzept, ein universelles Schönheitskonzept, ein ganzheitliches Gesundheitskonzept, Entspannung. Ja. Nein, das ist leider falsch. Es handelt sich dabei um ein ganzheitliches Gesundheitskonzept. Ja, wir sollen das wissen, ernsthaft. Und jetzt noch die dritte und letzte Frage. Die werde ich bestimmt auch verkacken. Laut Statistik, welche ist die beliebteste Frisur der Welt? Pixie, weil die kurzen Haare leicht stylbar sind. Ukuhila, weil er sowohl kurz- als auch Langhaarfrisur ist. Bob, weil er variantenreich und für jeden Haartyp geeignet ist. Keine Ahnung. Das hier. Tut mir leid, aber da liegt's daneben. Statistisch gesehen handelt es sich um den Bob. Was auch immer ein Bob ist. Das war's mit dem heutigen Quiz. Danke. Bitte. Bitch. So, jetzt soll ich mit Bea sprechen, weil mein Quiz so beschissen gelaufen ist wahrscheinlich. Und ihr ist bestimmt auch. So, wo haben wir sie denn? Läuft doch hier bestimmt wie sonst auch immer irgendwo rum. Hallo Bea, wo bist du Bea? Hallo Bea, ist nicht da. Dann gucken wir mal auf den PDA. Stylingzimmer. Ja, da hätte ich jetzt auf jeden Fall nicht als nächstes gesucht, aber egal. Mein Gut, dass wir nachgeguckt haben. So, ist da drüben. Ja, da ist sie. Da ist sie. Hallo Bea. Hallo Bea. Du Arme, geht es dir gut? So tun, als würde es mich interessieren, wie es dir geht. Ja, ja. Leonie war furchtbar, aber gut, dass sie weg ist. Genau. Einfach vergessen. Ich habe schon vergessen, wie sie aussieht. Ja, die Jurymitglieder haben sie zu Recht rausgeworfen. Mach wie du meinst, was auch immer sie gemacht hat. Mach wie du meinst. Ich frage mich, was Bea genommen hat. Ganz normal ist sie auf jeden Fall nicht. Nur weil ich dir einmal die Meinung gesagt habe, bin ich jetzt an allem schuld, was bei ihr schiefläuft. Tja, wenn man weiß, dass man keine Chance auf den Sieg hat, hilft es eben, wenn man jemand anderem für sein eigenes Versagen die Schuld geben kann. Eigentlich natürlich. Tut sie mir fast leid. Okay, und jetzt dürfen wir wieder boxen. Toll. Ganz toll. Ich hasse Boxen. Boxen ist neben Yoga das Beschissenste, wo es gibt. Nicht, dass das Spiel so oder so schon beschissen genug wäre. Nein! Boxen und Yoga macht das Ganze nochmal ein bisschen unschöner. Aber naja. Wir kriegen das schon hin. Hallo Richard, lange nicht gesehen. Ja, ich bin fürs Boxen bereit. Du kannst mich hier an den Boxterminal lassen. Ich mach den Funk für dich. Und dann gehen wir mal weiter.
Und dann, und dann, und dann, und dann. Wo ist denn da? Na, machst du wohl, was ich will. Hier nochmal. Und hier nochmal. Natürlich nochmal oben. Und andere Hand, wuhu. Jetzt wieder die andere. Und die andere Hand, wuhu. Drauf. Und links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Yay! Na, mach vorne. Mach nach vorne. Und mach nach vorne. Und mach nach vorne. Und mach nach vorne. Dü-düm. 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 Und hier nochmal. Oh, das war aber mit Schmackes. Hier nicht so, das war eher so ein Streicheln. Hier auch so ein angeklopft hier. Hallo, jemand zu Hause. Und wildes Knöpfe drücken hier. Hier doch. So, da unten ist schon die nächste hier. Und nochmal nach unten, okay. Jetzt oben. Unten wieder. Das sieht man manchmal so schlecht. Man erwartet dann, dass oben da nochmal was kommt oder sowas, aber was dann unten kommt, das sieht man nicht. Ist natürlich ein bisschen schade. Das wird aber sehr knapp hier. Nee, das kann man treten. Glaube ich. Oder? Ja, ganz knapp auf die allerletzte Sekunde noch geschafft. Aber wirklich ganz knapp. Der Top da ist und Edge wird's gemacht. Besser geht es nicht. Richtig. Besser geht es wirklich nicht. Hey, hervorragend. Ganz toll. Yoga? Nein, sprich mit Celine. Abwechslung. Celine vielleicht hier? Nein, warum sollte sie auch? Dann steht sie jetzt bestimmt im Wohnzimmer. Ja, sie steht da. Hallo Celine. Meine Lieben, es geht wieder auf eine Reise. Oder so. Ach, Yoga-Videodreh, okay. Na, ganz toll. Ganz toll. Aha. Yoga. Im Videodreh. Mal wieder. Das hatten wir erst zweimal. Okay, dann gehen wir mal zum Yoga-Training-Tisch und dann yogan wir mal so ein bisschen. Zusammen mit dem Franco. Ich will nicht sehen, ob der auch Yoga kann. Ernsthaft? Das muss nicht sein. So, ich bin gar nicht nervös wegen dem Videodreh. Ja. Ich bin nur nervös, weil es Yoga. Und weil wir sowas einfach nicht können, ich zumindest. Immer dieser Schmetterling, der auf Drogen ist. Ernsthaft. Das muss nicht sein. Das muss einfach wirklich nicht sein. Ja, irgendwas von wegen Yoga, bla bla bla. Weiter. Wir wollen das hier hinter uns bringen. Die Musik ist zum Glück auch nervig. Gott sei Dank. Und wieder herrscht bei mir persönlich ein bisschen Verwirrung. Weil ich manchmal nicht so ganz weiß, was ich nun mit was steuere. Aber so im Großen und Ganzen hält es sich zum Glück im Rahmen. Na, bleibt in der Mitte, bleibt in der Mitte, bleibt in der Mitte. Sehr schön. Das Ganze 9-mal, das ist immer furchtbar. Finde ich zumindest. So, und. Yay! Das eine hätten wir schon mal. Nur noch 2-mal das Ganze hier. Jetzt mal 6-mal dieses alles hier im Kreis halten. Ist nicht unbedingt einfach. Das ist eher ätzend und nervig. Da müssen wir durch, ne? Da mischen wir durch. Bleib in der Mitte. Du gelber Knüppel. So, jetzt. Ja, genau. Ja, na, fast. Na, bleibst du wohl, bleibst du wohl, bleibst du wohl, bleibst du wohl. Yay! Yeah. Na, in der Mitte bleiben, dann geht es schneller. Und yay, klappt super. Einigermaßen. Das letzte werde ich jetzt bestimmt verkacken.
und. Ein Tickchen schneller kannst du da rumgehen, danke. Gut. Ach, nochmal! Oh, ich dachte, ich hätte es jetzt endlich geschafft, aber nein, wozu denn? Wäre zu einfach und so, ne? Okay, das ja. Endlich ist dieser Mist vorbei. Ich finde ja immer schön, dass es mir immer wieder sagt, dass ich einfach perfekt bin, aber dann später bei der Entscheidung heißt es dann, oh, wir sind mit deiner Leistung nicht so ganz zufrieden, könnt ihr besser sein. Aber wir gehen jetzt immer den Tag beenden. Das war ein sehr anstrengender Tag, ja. Ja, lauf doch nicht in die Türe am Mädel. Lauf doch mal vernünftig. Stampf, 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 stampf. Sehr schön, sie kann schön stampfen. Auch auf den Teppich. So, schlafen gehen. Bunte Farben, Marvina, das haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Was vorhin beim Video. Und nächste Aufgabe. Cowgirl. Yeah. Zurück. Sprich mit Lena, das können wir mal eben tun. Wir haben schon wieder eine SMS bekommen. Hier, E-Mail. Betrifft überraschende Wendung. Zum ersten Mal mussten zwei Kandidaten gehen. Ja, Mensch. Das spricht sich aber schnell rum. So. Wo muss ich denn hin? Ich muss mit Lena im Wohnzimmer sprechen. Okay, wäre ich ja fast auf den richtigen Weg gewesen. Aber nur fast. So, wo haben wir sie denn? Nein, das ist die Marie. Lena! Mit mindestens drei Ö. Lena! So wie Lena Meyer... Beirut? Beirut? Keine Ahnung. So, irgendwas wollen die jetzt mit einem Videoabend machen. Ich bin voll gegen Videoabend. Möchte was Lustiges gucken. Wenn schon, denn schon. Ja, ihr ist es natürlich egal. Sie ist nicht so der Filmfreak. Sie mag keine Horrorfilme und so. Muss echt mal abschalten, auf jeden Fall. Also, ich werde mich in diesen Streit zwischen Bea und Leonie nicht reinziehen lassen. Ja, das sagst du jetzt. Die Mädchen schlagen sich gerade auf eine Seite und jeder diskutiert, wer Schuld hat. So ein Schwachsinn, das lenkt doch nur von den Challenges ab. Ich wünschte, die Mädchen würden sich ein bisschen mehr konzentrieren. Aber ich werde diese Fehler bestimmt nicht machen. Meine Gedanken sind nur beim Model. Ja, sicher. Wer es denn glaubt? So, als nächstes sollen wir Make-up machen, aber... Ich würde sagen, das tun wir dann in der nächsten Woche, wenn es wieder heißt Let's Play Germany's Next Topmodel 2011. Bis dahin wünsche ich euch natürlich wie immer noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal.